Hallo, mein Name ist Valerie Stefani, ich bin Bauhausagentin. Ich bin Maxi Götze und ich bin Bauhausagentin. Mein Name ist Janis Siebler und ich bin Bauhausagentin. Unsere Aufgabe ist es eigentlich, das zukünftige Bauhausmuseum und auch das neue Museum besucherorientiert zu gestalten. Hierzu arbeiten wir mit Jugendlichen aus dem Weimarer Umland und Weimar zusammen und führen verschiedene gemeinsame Projekte durch. Jetzt im Lein- und Feining-Gymnasium haben wir 15 bis 20 unterschiedliche Bauhausprojekte angestoßen, die auf der einen Seite natürlich das praktische Arbeiten an Materialien bei den Schülern fördert, auf der anderen Seite natürlich schon ganz konkrete Ideen für das Museum weiterverfolgen können. Zum Beispiel erarbeiten wir verschiedene Audiostationen für das Bauhausmuseum, auch verschiedene Videoelemente, die im Bauhausmuseum gezeigt werden sollen, werden hier erarbeitet. Das besonders Interessante an der Arbeit mit den Schülern ist die Offenheit, die uns da entgegengebracht wird und das praktische Arbeiten wirklich dann an konkreten Projekten. Also ich finde es geil, dass wir als Gruppe arbeiten und sehr viel Spaß haben. Und ich finde es auch toll, dass man wirklich seine Kreativität, wie man sehen kann, komplett freien Lauf lässt. Und deswegen habe ich mich auch wahrscheinlich für dieses Projekt eingetragen. In der Zusammenarbeit mit den Schülern ist es besonders schön zu sehen, dass sie Bauhaus durchaus interessant finden. Gar nicht verstaubt und historisch, sondern eben sehr aktuell. Und sobald man ihnen so einen kleinen Anstoß gibt in Richtung Bauhaus, die Schüler eigentlich sehr eigenständig arbeiten, sehr kreativ arbeiten und eben auch eigenes Verständnis vom Bauhaus dann mitentwickeln. Also ich fand es halt cool, dass man machen konnte, was man wollte, dass man sich ausleben konnte, dass einem nichts vorgeschrieben wurde und es hat auch echt Spaß gemacht. Also es macht unglaublich viel Spaß, mit den Schülern zusammenzuarbeiten, weil sie einfach auch ganz unbefangene Blicke auf das Bauhaus haben. Sie sehen das Bauhaus nicht als hohe Schule oder als besonderen Stil, sondern gehen da sehr unbefangen ran. Besonders spannend als Bauhausagent finde ich natürlich die Vielfalt an Aufgabenfeldern, die wir haben. Jeden Tag sind neue Herausforderungen, die wir versuchen zu lösen, die wir gern und mit vollem Tatendrang angehen. Und da freue ich mich natürlich jetzt bis zur Öffnung und darüber hinaus, die mit meinen beiden Kolleginnen und auch mit dem ganzen Team an der Klassikstiftung natürlich tatenkräftig anzugehen. Vom neuen Bauhausmuseum erhoffe ich mir, dass es ein lebendiger und offener Ort wird für eine sehr breit gefächerte Zielgruppe.